Heute ist mir nach echten Klassikern und wie könnte ich mich dafür besser in Stimmung bringen als mit meinem alten Klassiker? Bei einer kleinen Spritztour wird mir ganz warm ums Herz. Das könnte aber auch an der Vorfreude auf meinen Butterkuchen liegen, der heute ganz oben auf der Liste steht. Ich liebe ja Butterkuchen, der darf auf keinem Familienfest fehlen. Der ist immer so köstlich oben mit dem Zucker und dem Mandeln, ach, einfach herrlich. Es ist ein Klassiker und ich finde, man kann ihn aber sogar noch verbessern. Und zwar kann man ihn füllen mit frischen Erdbeeren. Und los geht's mit meinem Butterkuchen, natürlich mit einem Hefeteig. Also Butterkuchen besteht immer aus einem Hefeteig und ich mache den mit Milch und Butter, hab Hefe, ein Ei, Mehl und natürlich auch Zucker. Und dann kommt noch eine kleine Prise Salz rein. Und los geht's mit der Milch, die werde ich jetzt erwärmen. Für ein ganzes Blech Butterkuchen brauche ich etwa 1/4 Liter Milch. Die gebe ich mit 75 Gramm Butter in den Topf und erhitze die Milch gerade so, dass die Butter darin zergehen kann. Viele lösen ja ihre Hefe in lauwarmer Milch oder lauwarmem Wasser auf. Aber man kann das auch noch anders machen. Die Hefe ist ja hungrig, deshalb muss in jeden Hefeteig ein bisschen Salz und auch Zucker. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie die Hefe mit Zucker richtig verrückt wird und sich verflüssigt. Ich brauche einfach nur einen Löffel und gebe Zucker dazu. So, mische ich das Ganze ein bisschen. Und die Hefe wird jetzt mit dem Zucker reagieren. Also es entsteht praktisch eine kleine alkoholische Gärung. Dieses kleine Chemieexperiment für jedermann erklärt sich so. Der Hefepilz ernährt sich vom Zucker. Dabei scheidet er Kohlendioxid aus und bildet gleichzeitig Alkohol. Zack, und schon hat sich der Würfel aufgelöst. Also es ist wirklich richtig flüssig. Jetzt gucke ich, was meine Butter macht und meine Milch. Und alles hat sich gelöst. Und jetzt arbeite ich natürlich weiter wie bei einem normalen Hefeteig. Ich nehme mir eine große Rührschüssel. Da gebe ich die Milch rein. In die lauwarme Milch-Butter-Mischung gebe ich jetzt 85 Gramm Zucker, eine kleine Prise Salz, etwa 1/2 Kilo Mehl und ein Ei. Dann kommt der Star des Hefeteigs, die aufgelöste Hefe, dazu. Die Knetarbeit überlasse ich diesmal gerne meinem fleißigen Küchenhelfer. Ach, jetzt wird hier schön geknetet. Das kann man natürlich auch von Hand machen, aber da ich nachher noch einiges kneten möchte, spare ich mir die Kraft noch ein bisschen auf. So, alles ist gut durchgeknetet. Jetzt kann man natürlich den Hefeteig, so wie viele das machen, den einfach für eine Stunde an ein schönes, stilles Plätzchen, wo es so lauwarm ist, stellen, damit er sich richtig groß ausbreitet. Ich wähle jetzt die schnelle Variante. Ich stelle ihn einfach in den Ofen bei 30 Grad. Da hat das nämlich auch richtig schön warm und er braucht dann auch gar nicht so lange. Dann reichen meist schon 30 Minuten. Damit ihm nichts passiert, packe ich oben noch ein Tuch drauf. So, 30 Grad hält ein Handtuch aus. Da der Hefeteig keine Zugluft verträgt, sollte die Ofentür für die nächste halbe Stunde zubleiben. Hefeteig ist ein bisschen empfindlich, aber sonst geht er ganz easy. Butter in lauwarmer Milch schmelzen, danach Zucker mit frischer Hefe verrühren, bis sie flüssig ist. Die Milch-Butter-Mischung nun mit Zucker, Salz, Mehl, Ei und der verflüssigten Hefe gut verkneten und im Warmofen zugedeckt gehen lassen. Mein Hefeteig ist sensationell aufgegangen. Oh, sieht er nicht toll aus? Er ist so richtig schön mit Poren hier, also so richtig schön fluffig. Den werde ich jetzt ausrollen. Nachdem mein Teig so schön aufgegangen ist, walke ich ihn noch ein wenig durch. Danach teile ich 2/3 des Teigs ab und rolle ihn gleichmäßig aus. Das wird mein Kuchenboden. Der Teig ist richtig toll geworden. So. Der hier rein. Kann ruhig ein bisschen hochgehen am Rand, das ist gar nicht so schlimm. Und jetzt wird der Hefeteig gefüllt, oder besser gesagt, der Boden bekommt einen Belag. Und zwar aus frischen Erdbeeren, die habe ich gewaschen und dann klein geschnitten.
Für meine fruchtige Abwandlung des klassischen Butterkuchens nehme ich 500 Gramm Erdbeeren, die ich noch mit etwas Zucker bestreue. Tiefkühlbeeren oder rote Grütze schmecken übrigens auch fantastisch. Jetzt ist der restliche Hefeteig fällig. Auch den rolle ich schön gleichmäßig aus. Und jetzt kommt das Spannende. Dieser Hefelappen kommt jetzt oben drauf, das ist praktisch die Decke. Und jetzt mache ich mit den Fingern so kleine Mulden rein. Die entstehen ja durch die Erdbeeren. Und da kommen jetzt, wie bei einem richtigen Butterkuchen, der nicht gefüllt ist, auch kleine Butterflocken drauf, dann Zucker und zum Schluss natürlich die typischen Mandeln. Spätestens hier wird der Butterkuchen seinem Namen gerecht. Per Definition muss er insgesamt mindestens 30% Butter enthalten. Und zwar ausschließlich. Wenn Margarine mit drin ist, muss er dann Zuckerkuchen heißen. Statt der Mandeln kann man aber auch gehackte Nüsse nehmen. So, schön viele Mandeln drauf. Und jetzt kommt das Blech in den Ofen bei 200 Grad für 20 Minuten. Kein Wunder, dass der Butterkuchen so beliebt ist. Er ist einfach gemacht und noch schneller gebacken. Aber eins nach dem anderen. Zuerst 2/3 des Teigs ausrollen und in ein Backblech legen. Darauf klein geschnittene Erdbeeren und etwas Zucker verteilen. Aus dem restlichen Teig einen Deckel rollen und auflegen. Danach kleine Mulden in den Teigdeckel drücken, darin Butterflöckchen setzen, mit Zucker und Mandelblättchen bestreuen und bei 200 Grad für 20 Minuten backen. Bei dem Anblick geht einem das Herz und der Kuchen auf. Ich kann es rausholen, das Blech. Der Kuchen ist fertig. Es duftet. Sieht er nicht köstlich aus? Und das Tollste, das liebe ich ja am Butterkuchen, ist, wenn es hier noch so schön feucht ist, wo man sieht, da war ganz viel Butter. Genau das Stück mit der Butter habe ich mir jetzt als erstes Probierstück auserkoren. Sieht ja nicht toll aus hier. Da sieht man schön die Erdbeeren, dann oben die Zuckerkruste mit den Mandeln. Und ich glaube, so wie er duftet, schmeckt er auch. Köstlich. Ein Klassiker, der garantiert schnell weggeht. Mein Gast bringt mir auch einen Klassiker mit. Caro Strothe ist Backbloggerin und sie liebt richtig klassische Kuchen. Allerdings verändert sie die immer ein bisschen. Es wird einen Gugelhupf geben. Ich bin gespannt, wie der gefüllt ist. Vielleicht sogar mit Frucht. Eine frische Variante eines Allzeit-Klassikers. Mein gedeckter Butterkuchen mit herrlich fruchtiger Erdbeerschicht.